Damit Mythen und Legenden entstehen können, muss es immer erst Tote geben. So erklärt sich wohl auch, warum jedes verruinste Homecomputersystem seine eigene, bisweilen sehr eigenwillige Fangemeinde hat. Das trifft ja wirklich auf jeden Krempel zu. Bis auf einen. Der hat nämlich den fatalsten Fehler gemacht, den es überhaupt gibt. Er hat überlebt. Man ignoriert ihn meistens, übersieht ihn. Ist er doch so alltäglich wie der allmorgendliche Besuch auf dem stillen Örtchen. Der PC ist Bestandteil unserer Welt geworden, wie das Automobil. Jeder kennt es, die meisten haben mindestens eines davon. Viele sind darauf angewiesen und es ist ein elementar wichtiges Werkzeug unserer Weltwirtschaft. Würden wir den PC heute einfach so aus der Welt entfernen? Ja gewiss, sie würde schlagartig besser werden. Dennoch wäre eine globale, sagen wir mal, Konfusion unabkehrbar. Wie ging es denn damit eigentlich los? Will man tatsächlich den ersten IBM PC, das 8-Bit-Modell 5150, als Homecomputer einstufen, müssen wir mal klären, was man damals darunter verstand. Im Allgemeinen waren damals Computer raumfüllend große, spezialisierte Rechenanlagen, die in Unternehmen oder Institutionen anzutreffen waren, sogenannte Mainframes. Etwas kleiner ging es auch schon. Die ironischerweise Mini-Computer genannten Maschinen waren noch etwa so groß wie Kühlschränke. Für den privaten Haushalt gab es so etwas wie Computer schlicht nicht. Mit der Zeit erschienen für den technikaffinen Elektrobastler Bausätze, wie etwa der Mitz Altair 8800 von 1974, der sich immerhin schon zur Mikrocomputerfamilie zählen darf, wozu dann später auch die Homecomputer gehören würden. Aber so eine Bastelbude war definitiv noch nichts für Otto Normalverbrauchers Heim. Und so kommen wir wieder zu den drei ersten Homecomputern ihrer Art, Apple II, Commodore PET 2001 und Tandy Radio Shack TRS 80. Diese drei waren die ersten Komplettsysteme, die sich die Kundschaft nach Hause holen, direkt einschalten und sofort loslegen konnte. Alle drei erschienen 1977 und alle drei waren für die dahinterstehenden Unternehmen mehr oder minder Neuland. Das Unternehmen Apple war gerade mal ein Jahr jung, Commodore, immerhin schon 23 Jahre alt, stellte zuvor Schreibmaschinen und Taschenrechner her und Radio Shack verdiente seine Brötchen mit dem Vertrieb von Unterhaltungselektronik. Anders die große IBM, die seit ihrer ersten Stunde 1896 noch als Tabulating Machine Company Rechenmaschinen herstellte. Commodore, Apple und Radio Shack sind also eher als, störende Schmeißfliegen im internationalen Wettbewerb zu verstehen, im Vergleich zum Giganten IBM. Allerdings dachte IBM noch lange nicht daran, in den Homecomputermarkt einzusteigen. Der Laden brummte ja schließlich bestens mit ihrer Großrechnertechnik für Unternehmen. Warum sich also mit der Produktion von Gogo-Mobilen abgeben? Ja, die Nixdorf-Fans mögen mir den Missbrauch dieses Zitats verzeihen.
Das Zitat eines IBM-Mitarbeiters hat es sogar in die Wikipedia geschafft. Mit dem Personal Computer könnte sich IBM doch bestenfalls blamieren. Naja, seine Chefs, IBM-Präsident John Opel und CEO Frank Carey, sahen das wohl anders. Trotzdem blieb anfangs genug Zeit, dass sich auch noch weitere Hersteller von Homecomputern einreihen konnten. Atari stieg 1979 mit seinen Modellen 400 und 800 ins Geschäft ein, ebenso Texas Instruments mit dem TI-99. 1980 schmiss dann der britische Hersteller Sinclair noch seinen Türkeil namens ZX80 auf den Markt. Doch 1981 erwachte der Riese und lehrte die bunte Homecomputerwelt, wenn auch nicht umgehend, so aber doch recht bald, das Fürchten. Und dabei sieht er gar nicht so aus. Das ist sie also, die Kiste, die die Welt verändern sollte. Kaum zu glauben, wenn man diese Ausgeburt des Langweiler-Designs hier so sieht. Der IBM PC. Oder besser, das Modell 5150. Denn die Bezeichnung PC, was für Personal Computer oder zu Deutsch persönlicher Computer, Computer für den persönlichen Gebrauch, irgendwie so halt, dafür steht das Ding halt, ja, PC. Diese PC-Bezeichnung wurde zuvor schon verwendet. Erstmals 1971 für den Alto von Xerox PARC. Der PC besteht also aus einer Zentraleinheit, die ein stattliches Gewicht auf die Waage bringt, einem speziellen PC-Monitor, IBM Modell 5151, und einer abgesetzten Tastatur, die einfach nur zum Verlieben ist. Glaubt mir, ich hatte schon einige Tastaturen unter den Fingern und bei manchen Herstellern meine ich unterstellen zu dürfen, dass wirklich gnadenlos an allem gespart wurde. Aber eine Scheiß-Tastatur ist wirklich unverzeihbar. IBMs 83-Tasten-Tastatur hingegen ist einfach spitze. Klickety-klick. Jeder Anschlag ein Treffer mit ordentlichem Feedback. Dafür kann man mit diesem Brett auch durchaus jemanden erschlagen, ja, das geht. Hier mal eine halbwegs moderne PC-Tastatur zum Vergleich. Man sieht, dass das Layout nicht ganz das gleiche ist. Vor allem die Anzahl und Anordnung der Funktionstasten, die PC-Tastatur hat nur 10 davon, sowie die Return-Taste und das komplette Fehlen des Cursor-Blocks fallen ins Auge. Das ist aber alles verständlich, denn ein Vorläufer des 5150 ist IBMs System 23 Data Master, ein Computer für den rein kommerziellen Markt, welcher das gleiche Tastaturlayout hat. Immerhin wurde schon an Ergonomie gedacht. Das Hackbrett ist relativ flach und man kann es in 2 Stufen hinten aufstellen. Die Tastenkappen lassen sich übrigens sehr einfach abmontieren, sodass man diese und die schwarze Platte darunter recht leicht reinigen kann. Für das weitere Zerlegen empfehle ich allerdings viel Nerven, ausreichend Platz und viel Licht. Denn hier drin steckt echte Mechanik, die sich bei unbedarfter Handhabe sehr schnell selbstständig macht. Wenn wir uns die Zentraleinheit von vorne anschauen und uns ganz bewusst mal die Homecomputerbrille dieser Tage aufsetzen, so müssen wir himmelhoch jauchzend erstmal die beiden 5¼ Zoll Diskettenlaufwerke bemerken. Welcher Homecomputer der Konkurrenz hatte denn damals ein, geschweige denn gleich 2 Diskettenlaufwerke ab Werk eingebaut? Gut, wir werden später feststellen, dass der PC diese Laufwerke auch wieder nötig hat und das freilich auch ordentlich preislich ins Kontor haut. Dennoch ist die Entscheidung IBMs, gleich 2 Laufwerke einzubauen, absolut stimmig. Anfangs waren es noch 160 Kilobyte verarbeitende Laufwerke für einseitige Disketten mit doppelter Dichte. Im Frühjahr 1982 wurden dann aber schon Laufwerke mit 2 Leseschreibköpfen verfügbar, also einer oben, einer unten. IBM verbaute sie auch prompt, womit sich die Kapazität auf 320 Kilobyte verdoppelte und somit Double-Sided, Double-Density-Disketten verwendet werden können. So auch bei dieser Maschine hier.
Genial finde ich ja irgendwie, dass man von vorne in die Mechanik reingucken kann. Klar, das bringt die Gefahr der Schmutzeinbringung, aber trotzdem, das hat was. Hier haben wir noch die Lüftungsschlitze, das ist quasi der Ansaugtrakt. Auf der linken Seite gibt es außer Blech nichts zu sehen. Das ganze Ding ist übrigens aus massivem Blech gefertigt, hält also schon ordentlich was aus. Auf der rechten Seite finden wir hinten, direkt am internen Netzteil angebaut, den Hauptschalter. Und auch hier können wir uns darauf verlassen. Standby? Nee, sowas gibt's nicht. Wenn aus, dann aus. Und dann dieser geile Klang. Und nun zur interessanten Seite. Das Hinterteil des 5150. Links angefangen, erstmal das Schild, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Dann folgt das Netzteil mit seinen für die damalige Zeit typischen beiden Anschlüssen. Einmal, ganz normal, der Kaltgeräteanschluss. Hier kommt das Kabel zur Steckdose rein. Und daneben die Versorgungsleitung für den Monitor. So muss man den Monitor nicht separat an- und ausschalten, sondern er wird automatisch zusammen mit dem PC ein- bzw. ausgeschaltet. Hier mal ein ordentlicher Lüftungsauslass, ebenfalls vom Netzteil. Haben wir die Homecomputer-Brille noch auf? Jo? Okay, dann erblicken wir ja hier nichts Neues. Anschluss für Tastatur ist ja klar und daneben für den Kassettenrekorder. Logisch, zu dieser Zeit, ja, jeder Homecomputer hatte sowas damals. Achso, jetzt zwickt die Homecomputer-Brille doch ein bisschen, ha? Ja gut, kann ich mir vorstellen. Ja, das ist wirklich kein schlechter Scherz. Der allererste PC hatte einen Anschluss für einen externen Kassettenrekorder. Aber ihr lieben PC-Jünger könnt schon ganz beruhigt sein. Dieser Anschluss wird nur für eine Spezialität des 5150, zu der wir noch kommen werden, verwendet und ist bereits im Nachfolgemodell, dem 5160 oder auch XT, nicht mehr vorhanden. Zum Tastaturanschluss vielleicht noch gleich der Hinweis, dass man hier tatsächlich unbedingt sogenannte XT-Tastaturen verwenden muss. Den Dienststecker finden wir zwar auch an neueren AT-Tastaturen, aber die Belegungen sind verschieden und funktionieren nicht wechselseitig. Ganz genial ist freilich so eine Tastatur hier, mit Umschalter. Jo, und hier kommen noch, ganz PC-alike, so wie wir ihn kennen, die Slots für Erweiterungskarten, 5 an der Zahl. Wobei uns eigentlich sinnvoll, streng genommen, nur 3 tatsächlich zur freien Verfügung stehen, aber dazu später. Das war's von außen. Schauen wir jetzt mal ins Innere. Und auf dem Weg dorthin begegnet uns ein weiteres Kuriosum. 6-Kant-Schlitzschrauben. Donnerwetter. Da hatten die Japaner echt noch keinen Einfluss auf die US-Mechanik. Keine Kreuzschlitzschraube weit und breit. Das Innere lässt sich recht übersichtlich aufteilen. Hier ist das Netzteil, welches natürlich kein AT-Netzteil sein kann, weil es gibt ja noch gar keinen AT. Aber es sind die bekannten Stecker P8 und P9, wobei aber beim P8 die plus 5 Volt fehlen. Die kamen erst beim Modell 5170, also dem ersten AT, dazu. Jo, irgendwie logisch, denn ab dann war es ja dann auch das allseits bekannte AT-Netzteil. Ab Werk hat das Ding übrigens niedliche 63 Watt. Ja, damit kann man auskommen, liebe Kilowatt-PC-Extreme-Gamer. Das geht. Freilich ist es schon ein ordentliches Schaltnetzteil, das heißt, ohne Last springt es nicht an. Aber normalerweise reicht es, wenn das Mainboard angeschlossen ist. Und hier noch ein Hinweis aus dem PC-Handbuch. Die meisten von uns wissen ja, dass man einen Computer, ganz egal welchen, nicht sofort wieder einschalten sollte, nachdem man ihn abgeschaltet hat. Aber warum? Im Handbuch steht's: Das Netzteil muss 5 Sekunden abgeschaltet sein. Erst wenn es dann wieder eingeschaltet wird, generiert es das Power-Good-Signal.
Versucht man es vor Ablauf dieser 5 Sekunden, ist es wahrscheinlich, dass der PC nicht anspringen will. Hier vorne sind die beiden Diskettenlaufwerke, riesige Klopper in voller Bauhöhe. Links haben wir das Mainboard, auf dem sich hinten die 5 Bussteckplätze befinden. Wer jetzt Isabus denkt, der hat im Prinzip recht, aber im Speziellen auch wieder nicht. Die Bezeichnung Isabus, also Industrial Standard Architecture, kam erst mit der Einführung des Modells 5170, dem AT, auf und damit auch der 16-Bit-Breitenausführung des Busses. Retrograd wurde dann auch der 8-Bit-Bus der vorherigen Modelle als Isabus bezeichnet. Beim Erscheinen des 5150er PCs jedoch hieß er einfach nur PC-Bus. Vielleicht wäre es selbst für IBM zu selbstherrlich gewesen, gleich den ersten Wurf als Industriestandard-Architektur zu bezeichnen. Und damit ist die Katz dann auch aus dem Sack. Ja, der erste PC war ein 8-Bitter, ebenso wie die Homecomputer des Wettbewerbs. Was den Bus angeht, so sagt man, dass sich IBM hier hat von Apple inspirieren lassen, um nicht zu sagen, sie haben die Idee kackdreist abgekupfert. Aber warum auch nicht? Die allgemeine Schöpfungstiefe lässt beim 5150 ohnehin sehr zu wünschen übrig. Was will man auch erwarten, wenn man nur 12 Monate Entwicklungszeit zur Verfügung hat und man die klare Order hat, nur bereits verfügbare Bauteile verwenden zu sollen? Yo, der Zauber der tollen Custom-Chips, der sich in den anderen Homecomputern entfaltet, fehlt dem PC komplett. Mal abgesehen vom BIOS kommen nahezu alle Bauteile quasi vom Elektro-Grabbeltisch. Man spricht hier von off-the-shelf, also wirklich Brocken, die da sind. Aus diesem Grund konnte IBM den PC auch nicht schützen lassen. Ich kann ja auch nicht die Bausteine meiner Tochter nehmen, damit ein Haus bauen und es mir dann schützen lassen. Ja, ist nicht, ja, geht nicht. Aber als IBM quasi die Kontrolle über seinen PC an günstigere Clone-Hersteller verlor, war wohl eben dies der Grund, weswegen er sich so sprunghaft überall ausbreiten konnte. Alleine das Label IBM-kompatibel suggerierte industriellen Standard und so etwas kommt auch heute noch sehr gut an. Nicht mal der Hauptprozessor ist etwas Besonderes. Da sitzt er, der 8088er von Intel. IBM hat überlegt, seinem 5150 einen RISC-Prozessor zu spendieren, schwenkte dann aber doch auf das Modell von Intel um. Der 8088 hat, im Vergleich zu seinem großen Bruder, dem 8086, einen 8-Bit schmalen Datenbus. Und für die, die jetzt die Augenbrauen hochziehen, ja, der 8086 steckt hinter der Bezeichnung, die wir heute als x86 kennen. Damit fing tatsächlich alles an. Dieser Apparillo hier taktet mit stolzen 4,77 MHz. Da kann keiner mithalten. Nicht mal der ebenfalls 1980 bzw. 81 erschienene Commodore VIC-20, der zuckelte auf einem Megahertz daher. Mit dem 8088er haben wir nun also neben dem MOS 6502 bei Commodore und Apple und der Zilog Z80 bei Radio Shack und Sinclair noch eine weitere Prozessorenfamilie am Start. Man kann dem 8088er eine FPU zur Seite stellen. Ja, okay, ich habe hier ein Sakrileg reingezimmert. Diese 8087 ist von AMD. Aber damals bastelte AMD noch schön brav die Prozessoren von Intel 1:1 nach. Von Konkurrenz konnte da wirklich noch keine Rede gewesen sein. Arbeitsspeicher. Haben wir die Homecomputer-Brille noch auf? Schauen wir mal. Commodore VIC-20, 5 Kilobyte. Apple II, maximal 64 Kilobyte. Und der PC? Den gab's ab Werk mit 16 oder 64 Kilobyte.
für einen Homecomputer, okay. Aber mal ehrlich, für einen DOS-Rechner? Nee, da ist es eher Krampf. Die erste Version konnte man auf bis zu 256 KB aufrüsten. 64 KB Onboard plus 3 Steckkarten. Ab November 82 gab es ein geupdatetes Board, welches Onboard bis zu 256 KB zulässt. So ein Board haben wir auch hier. Da steht's drauf. Und Gugito, der PC-Speaker. Yo, hier ist er. Wie alles andere auch, eine Nummer größer, wie gewohnt. Das hier ist übrigens das BIOS-Setup. Ja, nicht lache, ist wirklich so. Über diese beiden DIP-Switch-Bänke, manch einer nennt sie auch Mäuseklaviere, konfiguriert man die Hardware. Etwa wie viele Diskettenlaufwerke vorhanden sind, wie viel Arbeitsspeicher im System steckt, ob eine FPU verbaut ist und welche Art von Anzeigehardware verwendet wird. Man kann alles nachlesen in dieser wunderbaren Literatur, die es freilich zum PC dazu gab. Riesenvorteil: hartcodierte Informationen, die gehen nicht verloren, wenn irgendeine Mainboard-Batterie den Geist aufgibt. Zumal diese Gefahr gar nicht besteht. Der 5150 hat keine Batterie und somit auch keine Echtzeituhr. Vorhin sagte ich, dass uns eigentlich nur 3 der 5 Bussteckplätze zur freien Verfügung stünden. Wie das? Tja, auf dem Mainboard gibt es, abgesehen von Keyboard und Kassettenanschluss, keine weiteren Anschlüsse für Peripheriegeräte. Und ein Gerät ist unabdingbar für den Arbeitsplatz. Wir müssen unseren Monitor irgendwo anklemmen können. Also entfällt ein Steckplatz auf die Grafikkarte. Wobei Grafik falsch ist. Das hier ist eine MDA-Karte, ein Monochrome Display Adapter. Ja, in der Abkürzung MDA gibt es kein G, wie etwa in CGA, EGA oder VGA. Keine Grafik. Und das meinen die ernst. Diese Karte kann einzig und allein Text darstellen. Und dies auch nur in einer Farbe. Gut, man muss ihr zugutehalten, dass sie businesstaugliche 80 Zeichen pro Zeile darstellen kann und dies in vergleichsweise sehr hoher Geschwindigkeit. Also bauen wir den Lappen mal ein. Jetzt haben wir da aber noch unsere beiden Diskettenlaufwerke, für die es ebenfalls auf dem Mainboard keinen Controller gibt. Also muss diese auch in Form einer Steckkarte kommen. Da ist er. Und dieser riesige D-Sub-Anschluss da hinten, der ist für externe zusätzliche Diskettenlaufwerke gedacht. Ja, das ist auch eine Spezialität dieser Tage. 2 Diskettenlaufwerke, A und B, das bekommt man ja noch zusammengereimt, aber man konnte tatsächlich insgesamt 4 Diskettenlaufwerke in dieses System hier einbinden. Naja, streng genommen könnte man diesen Controller und auch die beiden Diskettenlaufwerke weglassen. Kommen wir gleich zu. Die Luftführung ist übrigens sehr durchdacht, denn hier vorne wird angesaugt, so wird die Luft von vorne schräg durch die Karten hindurch, über das Mainboard hinweg, durch das Netzteil nach draußen befördert. Somit ist ein Dauerbetrieb unproblematisch. So, jetzt ist Folge 1 zum 5150 fast vorbei und wir haben noch gar nichts gesehen. Das Beste habe ich mir wieder zum Schluss aufgehoben, ist ja klar. Machen wir mal wieder provisorisch den Deckel drauf und schließen unseren Monitor 5151 an. Dieser kann im Übrigen tatsächlich nur monochrom darstellen. Der 5152 ist ein Drucker, 5153 ist dann der erste Farbmonitor für die CGA-Ausgabe, zu der wir noch kommen werden. 5154 ist der Monitor für EGA, aber wir wollen es ja mal nicht übertreiben. Also, was erwarten wir nun nach dem Einschalten? Ein paar BIOS-Meldungen, den Power-on-Self-Test, dann das Abklappern der Diskettenlaufwerke und dann die verzweifelte Meldung, dass nichts zum Booten da ist. Logisch. Also mal los. Ah. Ah.
Ja, haben wir auch schon mal schneller gesehen. Jetzt die Diskettenlaufwerke ansprechen. Kannst du vergessen, Junge. Ist nix drin. Ja, und mit der Homecomputerbrille ist jetzt alles im grünen Bereich, oder? Logisch, wir sehen das, was fast jeder andere Homecomputer dieser Tage auch anzeigt, wenn er nichts anderes zum Laden gefunden hat. Microsoft Basic. Ja, und die PC-Jünger fallen gerade vom Glauben ab. Aber es ist wirklich so, der allererste PC hatte MS Basic im ROM. Und das dürfte auch der Hauptgrund sein, weswegen wir hier auch noch einen Kassettenrekorderanschluss vorfinden. Genießt die Aussicht noch ein bisschen, denn schon ab dem nächsten PC-Modell, dem 5160 XT, gab es kein ROM-Basic mehr und damit auch keinen Kassettenanschluss. Im Basic werden übrigens maximal 64 KB RAM angesprochen, wie man hier oben sehen kann. Immerhin, dieses Basic bietet schon die Möglichkeit, direkt in den Zeilen editieren zu können und, sofern entsprechende Hardware installiert ist, auch Farbausgabe. Dieser PC, so wie er hier steht, jedoch mit nur 64 KB RAM, einem Diskettenlaufwerk und Monitor, kam 1981 auf rund $3.000 in den USA. Das wären heute stolze 7.600 Euro. In Deutschland übrigens 8.500 D-Mark, heute etwa 9.200 Euro. In der absoluten Basisausstattung, quasi das Kassengestell, also echt nur als Homecomputer-Konkurrent konfiguriert, ohne irgendein Diskettenlaufwerk, ohne Monitor und nur 16 KB RAM, kostete er 81 trotzdem noch $1.500. Zum Vergleich, der Commodore VIC-20 startete mit gerade mal $300, der PET mit etwa 800. Das und seine vollkommen unterschiedlichen Leistungsdaten dürften klar machen, dass der 5150 mit den anderen Homecomputern überhaupt nicht in einen Vergleich gesteckt werden darf. Man schenkte ihn damals nicht zu Weihnachten seinen Kiddies, damit die Basic lernen, Listings abtippen, kreischende Geräusche erzeugen und bunte Pixel verschieben. Nein, der 5150 ist ein Soldat der IBM, der International Business Machines Corporation, und als genau solcher ist er zu verstehen. Als ein Arbeitstier fürs Büro, ein sogenannter Number Cruncher, ein Tabellenkalkulator, ein Textverarbeiter, ohne lustig und ohne bunt, dafür mit Anzug und Krawatte und 80 Zeichen pro Zeile. Das wär's jetzt erstmal für diese Folge, aber ihr merkt schon, es muss hier weitergehen und es wird es auch. Wider Erwarten hatte ich einen tierischen Spaß, als ich vor ein paar Monaten angefangen hatte, mich mit dem PC und seiner Geschichte zu befassen. Auf Conventions bin ich deswegen schon schräg angeguckt worden, naja, verständlich. Aber ich sehe es hier als meine Mission an, klarzustellen, dass alleine die Idee, den IBM-PC mit den billigen Homecomputern vergleichen zu wollen, schlichtweg irreführend und falsch ist. Bis zum nächsten Mal dann. Adele, ciao und bye bye. Euer Mick.